Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir davon waren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, sie klingen wie Percival. Ein Kobold. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr. Hält euch auf, was für ein Zauberstab sie trinkt. Ich hab's befürchtet, dass wir nicht mehr im Büro des Schulleiters sind. Aha. Ein Dritter. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isadora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft? Und sie sich auch noch zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach Ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Renrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isadora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald, genau wie ihrem Vater, Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorher nicht sagen konnte. Renrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Bradbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isadora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Renrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Hoffentlich höre ich bald was von Lodgok. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt.
Heldenhaft im Heiligtum. Prüfung von Liam Fitzgerald. Ich hätte wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Da melde ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Okay. Der Brief von Professor Weasley. Treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur. Im 7. Stockwerk. Ich kenne den richtigen Ort. Okay, das hatten wir schon. Dick sagt, dass er Ihnen seine Erfahrung mit dem Phönix mitgeteilt hat. Bitte sprechen Sie bei Gelegenheit mit ihm. Er hat einen durchaus interessanten Vorschlag für Sie, Professor Weasley. Aha. Phönixabflug. Sprich mit Dick. Im Schatten des Berges. Durch die Küste mit Sebastian. Da würde ich doch am liebsten erstmal noch mit Dick sprechen. Bevor wir die nächste Hauptquest weitermachen. Es gab keinen Jahreszeitenwechsel. Glaube ich zumindest. Oder gab es den doch? Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Mhm. Müssen wir gleich nochmal gucken. Was haben wir jetzt hier? Unterricht bei Professor Binz. Heute behandeln wir ein wahrhaft spannendes Ereignis. Den Koboldaufstand von 1752. Mit all seinen Triumphen und Tragödien. Aber vor allem werden wir uns mit den verheerenden Folgen für die Zauberei-Mühlenindustrie befassen. Ich hab versucht, tatsächlich wissen wir, wie viele genau. 632. Doch Geschichte geschieht außerhalb des Klassenzimmers. Und schon ist es Zeit für meinen Spaziergang. Man kann die Geschichte, die durch Hogwarts fließt, praktisch aufsaugen. Ich glaube, der Professor will, dass wir ihm folgen. Und jetzt begeben wir uns zur Eingangshalle des Glockenturms. Sie wurde gemeinsam mit dem Rest des Schlosses im späten Mittelalter fertiggestellt. Die Halle sowie die Glockentürme darüber sind mit einer Vielzahl interessanter Artefakte ausgestattet. Schön, Sie wiederzusehen. Haben Sie sich von diesen lästigen Drachenpocken erholt? Das war nicht ich, Professor. Ich bin neu hier. Tatsächlich? Nun denn, so willkommen. Nicht.
Zweifelsohne erwarten Sie bereits voller Spannung meine Analyse der diversen Zaubererräte, Kodizes, Statuten und natürlich der Koboldaufstände. Nicht alle Kobolde sind aufrührerisch. Einige wagen sich in die Zaubererpolitik, wie Irgit der Hässliche. Andere sind talentierte Handwerker, wie Brackbor der Prahler. Sagten Sie Brackbor? Ich glaube, den Namen kenne ich. Wohl bekannt für seine Metallarbeit. Ich könnte mir denken, viel von seinem geschmiedeten Eisen und Silber ist bis heute erhalten. Oh, natürlich. Lodgok meinte, er wäre ein Vorfahre von Renrock. Wo waren wir? Oh, ja. Zurück zu unserem Thema. Grimbald Weft. Eine weitere nennenswerte historische Figur. Er ist ganz in der Nähe. Interessierte Schüler können ihn hier in der Eingangshalle des Glockenturms finden. Ich empfehle wärmstens, dass alle Schüler sich mit diesem Helden von Hogwarts bekannt machen. Wagadus Geschichte ist nun ja etwas anders als die von Hogwarts, gelinde gesagt. Spannender. Können Sie mir sagen, wo ich Grimbald Weft finde? Ah ja, Grimbald Weft. Flink mit Nadel und Faden, der Gute. Er ist ein faszinierendes Relikt des Koboldaufstands von 1752. Er ist ganz in der Nähe zu finden. Er hockt in seiner Kiste. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Grimbald Weft. Dies ist der Schädel des berühmten Schneiders Grimbald Weft, der während des Koboldaufstandes von 1752 mit seinen geschickten Näharbeiten die Mäntel zahlloser Hexen und Zauberer flickte und so verhinderte, dass sie im Kampf krank wurden. Ah, ich sehe, Sie haben Grimbald Weft gefunden. Warum haben Sie verschwiegen, dass es nur sein Schädel war? Nun, natürlich ist er nur ein Schädel. Jeder weiß, dass Grimbald Weft 1753 an den Drachenpocken starb. Wenden wir uns nun der einnehmenden Persönlichkeit und allgemeinen Gutmütigkeit von Sir F. Puddle zu. Er ist auch in der Nähe. Sehen Sie, was Sie von ihm für die nächste Aufgabe erfahren. Ich bin nicht Geschichtsunterricht. Ein Gefolge treuer Ritter leistet seine ewige symbolische Wache über den Glockenturm. Statuen von Rittern. Nur damit Sie mich recht verstehen. Aufmerksame Schüler können die Statue von Sir F. Puddle von der Jahrhunderte Altes. Ich würde jetzt so gern auf einem Besen sitzen. Er hat seinen Ruhm. Winkender Ritter. Die Rüstung gehört Sir F. Puddle von der heiteren Miene, einem legendär freundlichen Ritter, der dank seiner freundlichen Art und seines Verhandlungsgespürs angeblich jede Schlacht gewann, bevor es überhaupt zum Kampf kam. Einige vermuten, dieser Erfolg könnte an einem besonders mächtigen Fröhlichkeitszauber gelegen haben, indem er sich selbst belegte. Und in Küchen, wo sein warmes Lächeln und seine heitere Art. Professor Binns, ich habe Sir F. Puddles Statue entdeckt. Sehr gut.
Leider war Sir F. Puddles Freundlichkeit sein Verhängnis. Er starb bei dem Versuch, sich mit einem Basilisken anzufreunden. Augenkontakt ist nicht immer zu empfehlen. Er war so beliebt, dass selbst einige Kobolde um ihn trauerten. Das kam bei den anderen Kobolden natürlich nicht gut an, denn die meisten von ihnen wollten nicht um einen Zauberer trauern. Schade, dass sie nicht miteinander auskommen. Aber stellen Sie sich vor, wie langweilig meine Vorlesungen ohne Koboldaufstände wären. Die Geschichte pflegt sich zu wiederholen. Sie ist eine Reihe von Mustern, was sowohl beruhigend als auch beunruhigend ist. Kluge Schüler wie Sie werden daraus lernen. Oder nicht. Ob der Kampf geschlossen Unterrichtsgeschichte Geschichte der Zauberei. Geschrieben, die ihre ich kann nicht mehr reden. Machen, sagt man. Zumindest sage ich das gerne. Wie können wir so viel tun und Revelio? Ach ja, Professor Binz, hat man ihn jetzt auch mal. Der Phönixabflug, den wollten wir haben. Wir wurden aufgehalten vom Unterricht. Wenigstens sind wir aus dem Unterricht raus. Die Katze scheint sich zu beeindrucken. Das scheint noch gut geschmückt zu sein. Bin gespannt, ob jetzt noch was Weihnachtliches kommt. Eine kleine Weihnachtsquest oder so. Vielleicht ist das schon die Phönixfeder. So, hier die Treppe rauf. Da müssten wir schon da sein. Okay. Da steht doch schon der Deke. Deke hat da war es Deke auf uns. Hey, Deke. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee gehabt. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen.
Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Das wäre großartig. Ein Phönix wäre gigantisch. Nicht, dass das hier noch ständig erneuert, aber... Best trotzdem mal anwenden. Schaden durch Trolle reduzieren ist gut. So, und hier noch. Zeug, was wir anhaben, aufgewertet. Und raus geht's zum Phönix. Suche nach der Höhle. Dann spazieren wir mal hier so kurz raus. Schon Katze. Oh, man sieht's gar nicht. Wie schade. Die Katze ist vom Teufel besessen. Hallo, Revelio. Ich hole noch mehr Unterrichtsstunden. Professor, was genau meinten Sie eben mit einer traditionelleren Ausbildung? Ich hatte mit mir um ein Butterbier gewettet, dass Sie das fragen würden. Offenbar habe ich mir einen Ausflug in die drei Besen verdient. Mein Vater bestand mit Nachdruck darauf, dass Lernen nichts mit Spaß zu tun hat. Ich haderte mit seiner recht sokratischen Lehrmethode. Selbst bei den einfachsten Zaubersprüchen kam ich nicht weiter, bis ich ein Spiel daraus machte. Da der Lernprozess selbst zu einer Quelle der Freude wurde, konnte ich mir das Gelernte besser merken. Damals wurde mir klar, wie viel Spaß das Lernen machen kann. Und so beschloss ich, Professor zu werden, um diese Freude weiterzugeben. Der ist so ein guter. Ich für meinen Teil bin froh. Ich mag Ihren Unterricht sehr. Das freut mich aber. Ich sollte Sie nicht länger von Ihren Studien abhalten und auch nicht von Ihren Mitschülern. Beides ist unschätzbar wertvoll für Ihre Ausbildung. Der Professor Wohn ist so ein guter. Das ist mein absoluter Lieblingslehrer hier. Achso, das ist die Quest, zu der ich unterwegs bin. Die Katze hin. Die immer rumstreuen hat. Ach ja, die Sache mit dem Fiesauftrank und dem Schulleiter, das war auch großartig. Und die dritte Prüfung erst. Das Märchen der drei Brüder nachgespielt. Wow. Da ist jetzt Phönix, ein Phönixfang, Tierwesen, Kümmerer.
nicht um Chirisen kümmern, genau das Richtige. Zur Abwechslung. So, ich kann schon auf den Besen springen. Was haben wir hier unten eigentlich? Das war ein merkwürdiger See. Mhm. Hier sind wir doch schon mal lang geflogen. In den Baum im Sumpfspalter. Ja, der Fluss nimmt mir keine Kurve. Erstmal ein bisschen Flussfahrt. Das war nämlich eine Kröte. Ach ne, das sind so diese bösen Viecher. Jetzt angreifen. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Oh, Hippogreifer. Interessant. So ein Schwarzer mit dabei. Das ist erst merkwürdig. Wie kommen wir da denn lang? Hauptquest gibt es dann auch noch dort. Irgendwie müsste es doch hier. Durch ein Grab möglicherweise. Durch eine Höhle. Schatzgewölbe. Doch machbar sein, dass wir irgendwie da hinkommen. Ist jetzt schon die nächste Quest, die hier auf mich wartet. So, Fettbahn.
Könnte man hier irgendwie hoch? Ist das irgendwie möglich, dass wir jetzt zu Fuß weiterkommen? Das lässt mich auch hier nicht durch. Ich verstehe es nicht, Spiel. Da unten irgendwo eine Höhle, die wir durch müssen. Das ist einfach DLC-Content. Story-Quest. Um hier weiterspielen zu können, hätten sie die Premium Edition kaufen müssen. Jetzt mal kurz das Licht geändert. Einen Weg in diese Richtung geben. Ich muss irgendwie eine Höhle geben. Schatzgewölbe. Eine harte Nuss. Vielleicht nehmen wir die da unten. Das heißt sie genauso. Sieh den Trick. Die Nachmal zum Kartenflügel. So oft wie wir hier runtergefallen sind. Das sieht doch schon besser aus. Natürlich nicht. Thank you.
ist aber was passiert. Scheint sich was zu bewegen. Ich schneide es nicht.